So, jetzt bin ich zurück. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Network. Schön, dass du da bist zu diesem heutigen Video. Und heute sprechen wir über ein sehr, sehr ernstes Thema. Und zwar, wir sprechen heute, wie du Leverage mittels Masternodes aufbauen kannst. Erstmal vorweg, wenn du die ganzen Tierchen im Hintergrund hörst. Ich lebe hier im Dschungel, deswegen kann es vorkommen, dass man die Tierchen im Hintergrund hört. Ich hoffe, das stört dich nicht. Und wir sprechen heute über ein sehr, sehr ernstes Thema. Und zwar, wir sprechen heute darüber, wie du Leverage mittels Masternodes aufbauen kannst. Ich habe eine richtig, richtig geniale Strategie für dich vorbereitet, beziehungsweise ich zeige sie dir, die du auch ab heute anwenden kannst. Und außerdem werde ich immer und immer wieder gefragt, Emanuele, gibt es richtig gute Projekte, beziehungsweise was sind deine Top-Projekte im Masternode-Bereich? Deswegen werde ich dir heute meine Top-Projekte zeigen. Und außerdem gibt es ja den neuen Gewinner, beziehungsweise ich werde den alten Gewinner von der letzten Edition bekannt geben. Deswegen würde ich vorschlagen, nach diesem Intro-Video geht's weiter. So, und jetzt fangen wir schon mal mit dem ersten Projekt an, und zwar wir sprechen mal heute über Masternode Pro. Ich denke, du hast wahrscheinlich schon mitbekommen, was Masternode Pro ist. Falls nicht, Masternode Pro ist eine Tracking-Seite, beziehungsweise die haben jetzt hier eine Tracking-Seite ins Leben gerufen, und da kannst du natürlich eben hier die Statistiken ansehen von den ganzen Masternodes. Es werden immer und immer wieder neue Masternodes hier gelistet. Natürlich die Masternodes, die natürlich eben immer geupdatet werden. Also es ist natürlich, Masternode Pro ist eine sehr, sehr gute Seite, weil hier werden nicht alle Masternodes aufgelistet oder beziehungsweise gelistet, und natürlich haben die hier auch hier ein Ranking-System ins Leben gerufen. Also das heißt, es werden dann eben hier, wenn man hier auf Ranking drückt, dann eben die besten Masternodes dann eben rausgepickt, beziehungsweise da gibt es so eben so ein Ranking mit Punkten, und je nachdem, wie stark die dann unterwegs sind, beziehungsweise Dash ist jetzt natürlich der krasseste Coin, der erste Masternode-Coin, und deswegen hat er auch 207 Punkte eben erreichen können, und deswegen geht es ja hier weiter runter mit Nix-Plattform und so weiter. Ich finde das sehr, sehr gut, weil viele Menschen kennen sich mit der Masternode-Branche oder mit der Masternode-Nische eher weniger aus, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Und Masternode Pro erleichtert uns einfach die Auswahl, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Coin auswählen möchten. Wir haben jetzt zum Beispiel hier relativ gute Projekte, wie zum Beispiel Pivix, wir haben Blocknet, wir haben Polis, wir haben Dash, wir haben Stakenet zum Beispiel. Das sind richtig, richtig gute Projekte. Natürlich haben sie jetzt keine hohe ROI. Du siehst es hier, 16,80%. Und meiner Meinung nach ist Masternode Pro, also die haben ja selbst eine Masternode, und ich finde dieses Projekt einfach genial. Wir haben auch hier eine offizielle Partnership mit Masternode Pro. An dieser Stelle möchte ich alle Masternode Pro Team-Member grüßen, an dieser Stelle auch einen lieben Gruß an Andreas. Und Masternode Pro, was mir richtig gut gefällt, ist, die haben ja natürlich auch einen Service. Also das heißt, es gibt viele, viele Menschen beziehungsweise viele Masternode-Projekte, die auf dieser Seite natürlich eben die Bannerwerbung platzieren wollen, und diese Bannerwerbung kann man dann eben hier platzieren. Man muss natürlich eben Masternode Pro oder Bitcoins bezahlen. Also das heißt, Masternode Pro ist auf jeden Fall liquide. Schauen wir uns erstmal kurz das Ganze hier an auf masternodes.pro. Wir haben jetzt hier die Masternode, und zwar wir brauchen 10.000 Stück, damit wir eine Masternode starten können. Und wir haben hier 155% ROI im Jahr. Also das heißt, die Masternode kostet 1.073 US-Dollar. Und wir haben jetzt aktuell eine Marktkapitalisierung ein bisschen weniger als eine halbe Million. Und was mir richtig gut gefällt bei diesem Coin ist, dass wir hier eben, wir schauen uns das Ganze mal hier eben an. Und zwar, wir haben jetzt hier 10.114 Masternode Pros. So, jetzt zeige ich dir mal die Strategie, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, wir brauchen eine 10.000 Masternode Pro, damit wir eine Masternode starten können. Und wir verdienen so im Schnitt so circa 50 bis 52 Masternodes pro Tag. So, jetzt wird es aber ganz, ganz spannend. Und zwar, mein Mentor hat auch immer zu mir gesagt, Emanuele, wenn du reich werden willst, wenn du dir einen Cashflow aufbauen willst, ist ganz, ganz wichtig, dass du dir einen Geldmagneten installierst. So, wie sieht dieser Geldmagnet aus? Und zwar, ich habe jetzt eine separate Wallet von Masternode Pro. Also das heißt, ich habe jetzt meine Masternode am Laufen, und diese verdienten Coins, die ich hier habe, die switche ich rum, beziehungsweise die schicke ich an meine anderen Wallet, und die fängt an zu staken. Warum? Weil ich dann eben meinen Geldmagneten installiere. Jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt eine Masternode und du hast jetzt innerhalb von 2 Tagen hier 114 Coins verdient. So, du kannst diese 114 Coins direkt in deine andere Masternode-Wallet schicken, und dann fängt es auch schon an zu staken. Also das heißt, die Staking-Rewards sind relativ lukrativ. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall raten, wenn du dir einen Geldmagneten installieren möchtest, dann
schick deine Erträge von Masternodes Pro raus an deine andere Wallet und lass die staken. So, somit hast du halt eben deine Masternode Rewards plus dann eben deine Staking Rewards. Wenn du dann irgendwann mal deine Coins ansammelst und irgendwann mal auf 5, 6 oder 7.000 bist, dann kaufst du einfach 3.000 Stück dazu und dann hast du halt eben eine andere Masternode am Laufen. Deswegen kann es durchaus lukrativ sein über die Monate und Jahre hinweg. Was mir bei Masternode Pro richtig gut gefällt, beziehungsweise persönlich gut gefällt, ist, dass natürlich auf der Polis-App dann eben auch gelistet sind. Also das heißt, man kann seine Masternode Pro direkt in Polis umtauschen oder direkt in Bitcoin umtauschen. Deswegen denke ich, dass Masternode Pro auf jeden Fall eine Long-Term-Masternode ist. Also das heißt, mittlerweile bekommst du die Masternode noch relativ günstig bei 0,28 Bitcoins, also die kannst du dann eben auf Stacks kaufen, also wir schauen uns das Ganze mal hier eben auf Stacks an. Und zwar aktuell wird die Masternode bei 2700 bzw. zwischen 2700 und 3000 Satoshi gehandelt. Also das heißt, wenn du die Masternode kaufen möchtest direkt, dann wird es natürlich ein bisschen teurer, aber ansonsten kannst du hier einen Kaufauftrag reinstellen und mal schauen, ob dir diese Coins auch verkauft werden zu diesem Preis. Also das Ziel von Masternode Pro ist es natürlich, die Statistikseite zu erweitern, also das heißt, die Investoren zu schützen, also das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, weil im Masternode-Bereich, da wissen wir es ja schon, es ist einfach ein Pareto-Prinzip, 80-20, 80% der Masternodes sind halt eben nicht so gut, also das heißt, die performen auch nicht so gut und 20% der Masternodes, die sind halt die Kirschen so, und deswegen sollte man natürlich eben darauf achten, deswegen hat Masternode Pro auch diese Tracking-Seite und außerdem möchten sie natürlich mehr Use-Cases reinbringen bzw. mehr Akzeptanz stellen. Jetzt natürlich mit Polis, also die haben jetzt auch eben hier diese Partnership mit Polis, also das heißt, ich denke, langfristig gesehen kann Masternode Pro auf jeden Fall was reißen. Und jetzt Fazit zu Masternode Pro bzw. zu der Masternode. In meinen Augen ist es eine Long-Term Masternode, die können auf jeden Fall was reißen, weil sie jetzt auch mit Polis eine Partnership haben. Also wie ich dir schon vorher erzählt habe, ist, setze dir deine Masternode auf von Masternode Pro und die Gewinne, die du hast, also deine Rewards, die schickst du auf deiner anderen Wallet und da fängst du an zu staken. Also das heißt, deine andere Wallet muss auf jeden Fall die ganze Zeit laufen oder du musst dir halt natürlich einen Server mieten und dann eben diese Wallet drüber laufen lassen, die ganze Zeit 24/7, damit du dann eben Staking Rewards bekommen kannst. Und somit geht es auch schon weiter zum nächsten Coin. Und bevor wir zum nächsten Coin rüber switchen, ganz, ganz wichtig, unter diesem Video findest du den Link zu unserer Crypto Selfmade Masternode Hosting Plattform. Du kannst hier mit nur ein paar Klicks deine Masternode starten. Du findest dann eben den Link zu unserer Infopage. Da findest du alle Informationen über Crypto Selfmade. So, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Projekt und zwar, wir sprechen mal über Giant. Und zwar, ich habe es schon in meinen letzten Videos immer Giant erwähnt und es ist meiner Meinung nach eine relativ interessante Masternode. Natürlich gibt es natürlich keine Garantie, ob dieses Projekt dann eben durch die Decke geht oder nicht, aber meiner Meinung nach ist der Developer sehr professionell unterwegs, also die haben eine sehr, sehr schöne Seite hier gebaut. Und was mir richtig gut gefällt, ist, dass hier eben die Giant Bet Plattform, also es ist eine dezentralisierte Betting Plattform, und wie ich erkennen konnte, sind halt eben diese Bets, diese Betting Plattformen eben immer und immer beliebter. Also das heißt, die haben sich hier wirklich was Gutes ausgesucht, weil viele, viele Menschen sind halt auch Wettenthusiasten, also die mögen es zu wetten. Und natürlich haben wir hier eben auch eine Giant Exchange, also die möchten eine Exchange, also eine dezentrale Exchange bilden. Wann es dann soweit sein wird, das ist noch unklar, aber hier steht Q1. Ich habe mit dem Developer ein bisschen geschrieben, der meinte so im Quartal 2. Wir werden sehen, was hier passiert. Auf jeden Fall habe ich von dieser Masternode 5 Stück. Wir schauen uns mal eben hier kurz die Ergebnisse an, beziehungsweise die Statistiken an auf masternodes.pro. Und wir haben jetzt hier aktuell über 2616 Masternodes im Netzwerk und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir brauchen jetzt hier eben 1000 Coins, damit wir eine Masternode zum Laufen bringen, und insgesamt haben wir knapp über 150% ROI. Also das heißt, eine relativ interessante Masternode. Wir haben eine Marktkapitalisierung über 900.000 US-Dollar. Und jetzt schauen wir uns mal das Ganze hier an, und zwar, wir haben ein monatliches Einkommen aktuell von $29,41. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, der ist relativ konstant geblieben. Also das heißt, wir haben hier am 29. Januar 2019, also vor einem Monat noch, $28,69 gehabt, dann ging es kurzzeitig mal hoch, aber im Großen und Ganzen hat er sich immer so im Bereich zwischen $28 und $30 aufgehalten, also das heißt, relativ stabile Masternode. Und schauen wir uns mal das Ganze an, also beziehungsweise, wie mache ich das mit meiner Giant Masternode?
Wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Wallet von Giant, und zwar, ich habe jetzt insgesamt 5 Masternodes, du siehst hier auf der linken Seite 5000 Stück. Mein Ziel ist es erstmal 10 Stück zu haben, also ich werde mir jetzt in den nächsten Stunden 2 weitere kaufen, damit ich meinen Cashflow steigere. Und wie du hier sehen kannst, ich habe hier 47 Stück und 49 Stück ausgezahlt und ich habe die relativ hoch verkauft. Also das Interessante bei Giant ist, wenn wir zum Beispiel hier auf CryptoBridge gehen, und zwar, wir sind jetzt hier aktuell der Preis zwischen 6.000 und 6.160 Satoshi. Also das heißt, ich habe die Coins hier relativ hoch verkauft bei 6.300 Satoshi. Und das Interessante dabei ist, dass ich die Masternodes, all meine Masternodes unter 5.500 Satoshi eingekauft habe. Also das heißt, ich habe langfristig, wie gesagt, mir einen Cashflow aufbauen können, plus ich habe dann eben hier meine Gewinne rausziehen können. Und das, was ich dir dann eben sagen möchte, ist, dass Giant einer der wenigen Coins ist, die auch richtig gut performt haben über die Zeit. Ich möchte hier nochmal kurz zurück switchen, und zwar, was ich dir sagen möchte ist, ich kaufe mir jetzt eben hier immer und immer wieder neue Masternodes von Giant und ich ziehe mir meine Gewinne raus und investiere sie in weiteren Masternodes, die auch günstig sind, die mir natürlich einen Cashflow bringen können. Und es gibt zum Beispiel sehr, sehr interessante Coins, wie zum Beispiel Beacon, wir haben jetzt zum Beispiel Social Sand, das sind halt eben Coins, die relativ günstig sind und natürlich auch einen ROI haben zwischen 130 und 150%, genauso wie Giant zum Beispiel. Das sind halt eben Coins, die ich langfristig sehe, also das heißt, die sind jetzt aktuell sehr, sehr günstig zu erwerben. Beacon bekommt man zum Beispiel für 0,06 Bitcoins, Social Sand bekommt man für 0,045 Bitcoins. Ich werde auch in den nächsten Videos diese zwei Coins auch reviewen. Ich werde dir zeigen, warum, wieso und weshalb. Nochmal zurückzukommen auf CryptoBridge, und zwar, mir gefällt diese Masternode persönlich sehr, sehr gut. Natürlich gibt es auch hier keine Garantien auf meine Aussagen, aber wie ich das hier sehen konnte, Giant hat sich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr gut, beziehungsweise Giant hat sich sehr, sehr gut verhalten in den letzten Monaten. Wir können uns das gleich auch eben auf CoinMarketCap anschauen. So, jetzt sind wir mal auf CoinMarketCap, und wie du hier sehen kannst, Giant hat wirklich in den letzten 3 Monaten sehr, sehr sauber performt. Also es gab jetzt keine richtig großen Pumps oder so nach oben, und das ist auch richtig gut so, weil es gibt ja manche Coins oder manche Masternode und Coins, die natürlich also in einem Tag vielleicht 20 Cent wert sind, dann am nächsten Tag irgendwie ein Dollar und dann gehen sie wieder runter. Ich denke, Giant hat wirklich sehr, sehr gut performt und es gab jetzt nicht so große Aussätze nach unten, beziehungsweise vom Dollarwert hat er sich auch relativ stabil gehalten. Deswegen, ich bin in Giant, glaube ich, im November beziehungsweise auch im Oktober eingestiegen. Also ich bin relativ günstig eingestiegen bei 4.600, 5.000 Satoshi. Also ich denke, Giant hat wirklich das Potenzial, auch auf 7.000 oder 8.000 Satoshi hochzugehen. Deswegen, ja, ich spekuliere jetzt erstmal darauf, dass er hier irgendwo mal landen wird. Deswegen kaufe ich mir jetzt die Masternodes, beziehungsweise 2, 3, 4, 5 Stück, und werde dann später halt eben sehr, sehr stark auscashen. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass am Donnerstag, also das heißt hier auf der Dominikanischen Republik in 2 Tagen, beziehungsweise in Deutschland ist es dann eben morgen, ich habe eine Q&A-Session mit einem neuen Coin, beziehungsweise mit einem Masternode-Coin, das auf jeden Fall extrem krasses Potenzial hat. Die Q&A-Session wird auf Englisch sein, also das heißt, wenn du dir dieses Livestream anschauen möchtest, dann bleib gespannt, abonniere meinen Kanal und gib mir einen Thumbs up bzw. einen Daumen nach oben, denn es wird richtig, richtig spannend. Es gibt auch in den nächsten Tagen auch weitere Q&A-Sessions. Also das heißt, da kannst du live miterleben bzw. live deine Fragen stellen und somit kann der Developer dir auch all deine Fragen beantworten. So, und jetzt kommen wir mal zum Schluss, und zwar, wir sprechen über den Coin, das meiner Meinung nach aktuell am meisten Potenzial hat. Also das heißt, der unumstrittene Coin hier, wir sprechen mal über Polis, und zwar, wir haben aktuell einen Wert von 23.000 Satoshi und aktuell ist er auf CryptoBridge relativ günstig zu bekommen, und zwar, er ist aktuell bei 21.000, zwischen 21.000 und 23.000 Satoshi. Also es sind in den letzten Wochen nicht unter 20.000 gewesen, also wir sehen hier 20.000 Satoshi, wir sehen hier nochmal 21.7, also so weit runter ist er ja nicht gegangen. Ich denke mal so zwischen 19.000 und 21.000 relativ guter Einstiegspunkt bei Polis, weil ich denke, der wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall nicht günstiger. Also das heißt, die haben auch schon ihre eigene Mastercard draußen, die haben auch ihr eigenes Ökosystem. Also Polis hat sich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben auch hier auch eine maximale Supply von 25 Millionen. Also das heißt, dass die Chancen sehr, sehr gut stehen, dass der Coin-Preis nach oben geht, beziehungsweise wir sehen auch hier den Rank 386. Meiner Meinung nach wird Polis eins der Top 100 Coins sein Ende dieses Jahres. Das ist meine Prediction. Ich weiß, dass dieser Coin auf jeden Fall sehr, sehr stark nach oben gehen kann. Und ich denke mal, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also das heißt,
Da gibt es auch Menschen, die haben den damals für 43 Dollar eingekauft. Der hat sich dann natürlich eben hier erstmal konsolidieren müssen, aber wie du hier sehen kannst, in den letzten Monaten wirklich gut performt. Also das heißt, Polis hat natürlich eine sehr, sehr schöne Zukunft vor sich. Meine Strategie bei Polis ist, dass ich hier auch einen Teil meiner Gewinne raushole. Also das heißt, wir haben hier pro Masternode ein monatliches Einkommen von 67,70 Dollar. Also das heißt, du hast hier die Möglichkeit, dann eben hier einen Teil deiner Gewinne rauszuholen und dann eben hier in weiteren Masternodes zu investieren, die natürlich eben ein Potenzial nach oben haben könnten. Also das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf CryptoBridge gehen, und zwar, ich habe mir jetzt zum Beispiel die Masternode Altbit gekauft, also mit den ganzen Earnings und so weiter. Ich habe natürlich noch ein bisschen Bitcoins draufgehauen, aber wie du hier sehen kannst, ich habe die Masternode bei 19.500 eingekauft. Mittlerweile steht die bei 24.800. Also es ist wirklich unglaublich. Ich habe schon 20% raus circa. Also wir können es uns auch eben hier anschauen. Ja, und jetzt sehen wir uns mal die Excel-Tabelle hier an. Und zwar, ich habe hier insgesamt 17% rausgeholt, seitdem ich die Masternode habe. Also das heißt nicht 20, sondern 17. Und zwar, wir haben hier insgesamt 130 Dollar rausgeholt, also das heißt 83% fehlen mir natürlich bis zum ROI. Aber das Interessante dabei ist, dass ich die Masternode, also in Dollar gesehen 750 Dollar bezahlt habe und aktuell hat sie einen Wert von ja zwischen 930 und 1000 US-Dollar. Also ich bin auf jeden Fall im Plus bisher, wenn ich die Masternode verkaufen würde. Also das heißt, es kann richtig, richtig interessant sein. Um nochmal zurückzukommen, und zwar, wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Coins und was ich auf jeden Fall jetzt kaufen würde, wäre auf jeden Fall Giant. Also Giant hat einen relativ guter Preis, so zwischen, ich habe das schon immer gesagt in meinen letzten Videos, zwischen 5.700 und 6.100, das ist ein relativ guter Preis zum Einkaufen. Ich denke, der Coin Giant wird auf jeden Fall demnächst auf 7.000, 8.000 Satoshi hochgehen. Und dann gibt es natürlich noch den nächsten Coin, und zwar, wir haben Social Sand, relativ günstig. Die haben auch vor, ihre eigene Mastercard rauszubringen. Wer weiß, vielleicht könnte der Coin jetzt, ja, sagen wir mal, der Coin ist relativ günstig, hat wenig Volumen, aber die haben eine sehr, sehr schöne oder große Community. Deswegen denke ich, wenn du etwas Langfristiges suchst, und da denke ich, da ist Social Sand auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Projekt. Dann haben wir natürlich Bacon, also das heißt, wir haben hier einen Wert von 553 Satoshi, relativ günstig. Also der Patrick ist ein Enthusiast, ein Masternode-Enthusiast, der weiß schon, was er tut. Und deswegen denke ich, dass die Masternode für 0,055 oder 0,06 Bitcoins relativ günstig ist zum Einkaufen. Ich habe jetzt aktuell 3 Stück. Das kannst du dir eben hier ansehen. Und zwar, ich habe 30.098 Stück. Also das heißt, ich lasse die auch eben ansammeln und irgendwann mal zahle ich mir die Coins eben aus, wenn natürlich Bacon wieder auf 800 oder 900 Satoshi ist. Aktuell verkaufe ich diesen Coin nicht, weil er meiner Meinung nach zu günstig ist. Also das heißt, fürs Kaufen ist Bacon gut, fürs Verkaufen aktuell nicht. Okay, das war es erstmal zu meiner Strategie. Ich hoffe, dir hat die Strategie gefallen. Und zwar, wenn du irgendwelche Fragen haben solltest zur Strategie, gib mir Bescheid. Unter diesem Video kannst du auch gerne einen Kommentar drunter lassen. Gefällt dir diese Strategie? Gefällt dir die Strategie eher weniger? Beziehungsweise, was ist so deine Strategie? Beziehungsweise, welche Coins oder Masternode-Coins kaufst du denn ein? Und wie sieht das Ganze denn bei dir aus? Gerne kannst du einen Kommentar da lassen. Und jetzt kommen wir auch schon zur neuen Verlosung, beziehungsweise erstmal zur alten Verlosung, und zwar, wer hat gewonnen? Und zwar, der Gewinner ist Daniel Erdos. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Dark Bitcoins gewonnen. Ich werde dir die Dark Bitcoins in den nächsten Minuten raussenden. So, und jetzt kommen wir schon zur neuen Verlosung, und zwar, du hast die Möglichkeit, 10 bzw. schon 15 Giants zu gewinnen. Und zwar, was ist zu tun, um diese Giants zu gewinnen? Nummer 1, like diesen Stream. Nummer 2, kommentiere mit ja, ich möchte am Krypto-Airdrop teilnehmen, plus deine Giant-Adresse. Und ganz, ganz wichtig, Nummer 3, abonniere meinen Kanal, damit du die Auslosung nicht verpasst. Und wenn du dieses Video teilst und zur Gewinner oder Gewinnerin ernannt wirst, erhältst du 5 Giant Coins obendrauf. Okay, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du deine Masternode starten möchtest bzw. hosten möchtest unter diesem Video, du findest den Link zu unserer Crypto Self-Made Masternode Hosting Plattform bzw. du findest auch den Link zu unserer Infoseite. Also das heißt, es wird hier alles erklärt, also wie du deine Masternode startest bzw. was ist genau eine Masternode. Und ja, das wird richtig interessant in den nächsten Tagen. Also wie gesagt, registriere dich, host deine Masternode und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video in den nächsten Stunden. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier dein Michael Network und bis zum nächsten Stream bzw. bis zum nächsten Video. Schalt ein am Donnerstag. Wir haben dann die Q&A Session mit dem Developer von welcher Masternode. Das wirst du dann eben sehen. Bis bald, dein Michael Network. Ciao, ciao.